Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS15. Ich bin hier gerade auf dem Weg, den restlichen Weizen, den wir noch haben, zur großen Nachfrage zu bringen, zu beliefern. Und leider musste ich den manuellen Motorstart nochmal rauswerfen. Da war ja auch einiges dabei, ne, mit diesen Tempomaten und so. Das war nicht echt klasse von Upside Down. Nur, da gab es gestern noch eine 2.0 und ich wollte die unbedingt haben, weil ich dachte, hey, die muss ja gut sein. Hat sich auch ganz gut angehört mit dem Betriebsstundenzähler und so weiter. Aber, ja, das Ding war leider ein bisschen verbuggt und, letztendlich habe ich das Spiel nochmal komplett neu installiert, weil, ja, das ist so ein Skript auch irgendwie drin für die Dead Zone von dem. Wo fahre ich hin? Ich meine, es ist ja schön hier, aber du bist falsch. Jo. Für die Dead Zone, für den Joystick zum Beispiel oder fürs Lenkrad, damit man halt nicht mehr so viel Spiel hat. Aber das war so extrem bei mir, dass ich gar nicht mehr geradeaus steuern konnte. Und das Doofe war, wenn du dann halt den Mod runterschmeißt, bleibt das Ding bleibt drin. Das kriegst du nicht raus. Und ja, damit das Ganze wahnsinnig gemacht hat, musste ich dann das ganze Ding wieder deinstallieren. Mal schauen, er wird sicherlich nochmal drüber arbeiten. Das kann langsam das Ganze nochmal überarbeiten und dann werde ich es mir natürlich nochmal anschauen. Eigentlich war das wirklich ein schöner Mod. Naja, jetzt sind die Motoren halt erstmal wieder an. Auch nicht so tragisch, aber ich vermisse schon den Mod. Ganz klar. So, dann fahren wir da jetzt nochmal hin und liefern das hier ab. Mal gucken, was es der Rest Weizen hier noch bringt. Und dann wollte ich nochmal den Forst mit euch. Vielleicht nochmal die restlichen Ballen da schnell wegpressen. Das ist ja nicht mehr viel. Und da muss ich gestehen, es hat einfach ein... Was ist denn heute los? Dauernd ins Schleudern. Eine Folge hat es zerschossen. Was habe ich da gemacht in der Folge? War ich halt auch im Wald unterwegs und habe dann den Verkauf gemacht, der doch an dem Konto stand. Wir haben jetzt 126.000. Das war eigentlich eine lustige Folge. Ich habe auch aus Versehen den neuen... wie heißt denn das Ding? Na, unseren Waldsammelwagen da, den habe ich aus Versehen versenkt, den muss ich auch zurücksetzen. Den habe ich jetzt aber schon wieder zum Forst rübergefahren. Ja, und dann vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte ja gefragt, wozu, ja, nimmt man das Ding wirklich zum Abliefern? Und da habt ihr ganz klar gesagt, nee, das ist auch nicht dafür gedacht, für schwergängiges Terrain, wo man so halt nicht richtig rankommt mit Anhänger und so weiter zum Aufladen. Und der bringt das dann quasi an der Straße, wo es dann auf dem LKW verladen wird. So ist das eigentlich gedacht. Ja, finde ich immer super, wenn ihr da mitmacht. Und ich bin wieder ein Stück schlauer. Und ich werde versuchen, das auch so ins Spiel einfließen zu lassen. Gut, da oben, da können wir jetzt das mal selbst dann rüberfahren, weil es ist ja nicht weit bis zum Sägewerk. Aber ja, mal gucken, wie wir das dann in Zukunft nochmal gestalten. So, jetzt haben wir 132.000. Ich hau hier mal Curseplay rein. Der soll hier mal nach Hause fahren. Nein! Er kann ihn nicht nach Hause fahren. Hier war mein Spiel neu installiert. Oh Mann. Naja, okay, die Strecke hat nicht so hingehauen. Hätte ich jetzt gleich einfahren sollen, aber... Okay, das mache ich nicht so gerne im Spiel, nur wenn ihr es halt mal sehen wollt. Aber ansonsten sollte er ja hier mal was vom Spiel sehen und nicht die Curseplay-File. Ne?
Das Ding sieht auch schon aus wie Sau. Also, mittags ist ja schon wesentlich mehr Verkehr. Ich finde auch ganz gut, dass der Verkehr wirklich so mit den Uhrzeiten auch gesteuert ist, ne? Dass damit gegen Abend dann wesentlich weniger los ist. Ja, Weizen haben wir jetzt keinen mehr, den sind wir jetzt los. Aber wir haben noch einige Forst und einiges an Stämmen, was wir noch wegbringen können. Was reicht hier eigentlich für eine Gurkerei? Ist irgendwie nicht mein Tag heute. Und da müsste noch was. Ja. Bisschen Glück nochmal 100.000 dazukommen. Das wäre natürlich eine tolle Sache, weil ich möchte natürlich auch die Namen fallen mir übrigens heute auch nicht an. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Diese. Ich habe es nicht. Mann. Ich muss mal rauchen. Ich rauche zwar eigentlich nicht, aber das wäre jetzt mal ein Grund. Oder einfach mal. Tief durchatmen, YouTube. Tief durchatmen. Was ist denn los heute? Ich drücke mal die falschen Knöpfe. Das liegt irgendwie jetzt hier gerade an meiner Schreibtischkonstellation. Das habe ich jetzt irgendwie alles umgebaut und das, ach, das wollt ihr gar nicht wissen. Ich nehme den Anhänger trotzdem wieder mit, weil wir haben ja nur einen. Sorry. Ja, es gibt so Tage. Ja. Ponze. Ne? Ich hab's. Ponze. Das macht mich jetzt wahnsinnig. Sorry. Ponze. Ponze. Ich fast aus Versehen das Ding gekauft. Den Scorpion King. Und versenkt hatte ich den Buffalo. Ne? Den musste ich dann leider zurücksetzen. Und es ist echt schade, dass die Folge weg ist. Bin ganz traurig. Aber naja. Ich könnte es nochmal hochladen als No-Comment-Folge. Es ging eigentlich hauptsächlich um den Ton. Ich wollte es erst nachvertonen. Aber der. Da bin ich nicht so gut drin und ich mag das dann nicht so. Das ist wirklich. So, wir müssen uns hier mal durchschlängeln. Oh, was heißt durchschlängeln? Eigentlich können wir das Ding auch hier gleich mitwaschen. Oh, wenigstens mal was zu tun. Obwohl, das machen wir jetzt noch nicht. Nein. Ja. Das war ja jetzt nur noch. Ach, guck mal, eigentlich sind wir ja fertig. Na, gut, das eine Stück hier noch. Das Ding muss ja eigentlich auch in die Wäsche. Ich überlege auch gerade schon, was wir hier denn jetzt anpflanzen wollen. Jemand von euch hatte vorgeschlagen, ob wir nicht mal was mit Kartoffeln machen wollen. Bin ich prinzipiell dafür, aber dann habt ihr mir nochmal vorgerechnet, was das kostet erstmal. Und das ist jetzt aktuell finanziell noch nicht machbar, weil wir haben ja erstmal ein paar andere Dinge noch vor. So, alles zusammengeklappt, okay. Dass die zum Waschen muss ich nicht erwähnen, ne? Also ich glaube, in der nächsten Folge ist Waschtag. Waschtag. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie dazu zügeln kann.
mit dem Hurleyman raus. Nicht, dass ich jetzt hier das Ding abstelle und dann, weil ich wollte jetzt den Grubber holen. Ach komm, dann bringen wir die erstmal noch. Ich könnte sie jetzt hier vor der Seemaschine. Ja, stellen wir die jetzt dahinter. Also davor vielmehr. Okay. Und jetzt suchen wir mal den Grubber. Kommt der keinen Schwein mehr durch. Theoretisch habe ich den hier abgestellt. Ja. Und hier würde ich jetzt auch gerne mal nach Spiegeln fahren, aber die müsste ich mir jetzt ein bisschen hochstellen, ne? Fällt mir ein, ich wollte mir nochmal die Matte runterladen. So. Nummer zu Feld 30. Die starten wir am besten. Ja, nicht da unten. Hier muss man mal überlegen für die Zukunft, ob wir die Bäume hier wegnehmen müssen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wie mal hängen geblieben ist, aber ich. Ich glaube, der eine hier vorne, der macht mir ein bisschen Sorgen. Deswegen haben wir hier auch. Eine Runde. Vorgewinde. Gemacht. Ja, super. Jetzt geht nochmal eine Stimme weg. Was ist denn das? Heute ist doch gar nicht Mittwoch. Das sollte reichen. Und dann kann er hier mal richtig schön loslegen, damit wir hier endlich wieder neu einsehen können. Mach das hier ordentlich, mein Freund. Ich überlege gerade, ob der Ton läuft. Wenn nicht, dann ist es jetzt eh zu spät. Ja, ich glaube, ich brauche dringend mal einen zweiten Monitor. Ich weiß, dieses ganze Gequatsche, das versuche ich mal wegzulassen, weil ich glaube, das interessiert euch überhaupt nicht, oder? Wenn ich hier so technische Probleme habe oder so, wäre auch mal ein Kommentar. Wollt ihr das wirklich wissen oder soll ich da einfach, ja, das verdrängen und wir geben mir auch Spiele ein. So, also der ist eigentlich wirklich dann dafür da, dass man, ja, so unwegsames Gelände, ne, einsammelt und dann alles zur Straße bringt. Aber wie gesagt, da das so dicht dran ist, macht es auch nicht aus Sinn, dass wir es dann manuell wegfahren. Wenn wir mal an anderer Stelle sind, dann können wir es durchaus mal machen. Dann stapeln wir den ganzen Kram an der Straße und ich will natürlich auch eine LKW später haben. Dann könnten wir es dann darauf verladen. Wäre vielleicht dann auch mal eine ganz lustige Spielidee. Eigentlich, ich mag es ja gar nicht aussprechen, eigentlich auch eine tolle Idee für einen Multiplayer, ne? Aber jetzt bombardiert mich nicht gleich wieder mit Fragen. Also ich kann es euch aktuell, kann ich da nichts anbieten von Terminen. Aber das wird irgendwann nochmal kommen. Kriegen wir nochmal irgendwie nochmal hin. So. Okay. Noch ein bisschen aufladen. Ja, in der letzten Folge hatte ich dann, die ihr jetzt nicht sehen könnt, habe ich auch den komplett einmal vollgeladen. Deswegen auch die Summe, die wir da jetzt haben. Also er war nicht ganz voll, ne?
Ich glaube, das geht so. Der dreht sich schon hin. So. Ah, wie kriegen wir den da weg? Okay. Also ich arbeite ganz gerne mit diesem Kran, weil so langsam habe ich mich halt auch an die Steuerung gewöhnt. Aber ich will jetzt nicht zu viel versprechen, sonst geht es gleich wieder schief. Ist ja anscheinend nicht so ganz mein Tag heute. So. Was hängt da noch so ein blöder Ast dran? Warte mal. Wir machen gleich mal ab. Zufällig habe ich gerade eine Säge einstecken. Und ich habe mich mal wieder maßlos in meiner Größe überschätzt. Mache ich dann manchmal ganz gern. Und so. Säge. Zack, ba. Ihr habt auch gedacht, es passt, oder? Jetzt mal ehrlich. So, ist doch gar nicht so schwer. Mann. Okay, und rum damit. Falsche Kameraansicht. Ich müsste eigentlich auch umdrehen, aber das lassen wir jetzt. So. So, und irgendwann jetzt, ich krieg das, bei dem Erfolg hatten wir schon mal, dass ich jetzt wegen, Safe gemacht, ich zum Glück dran gedacht, das noch extra zu speichern. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich werde mir demnächst mal einen Tag frei nehmen und muss dann einfach mal gucken, dass ich mir auch meinen Joystick und so alles nochmal einstelle und versuche und, da nicht so viel vor, aber so nebenbei, Alltag, und jetzt fange ich schon wieder an. Alltag, Job. Ist man da? Oder ich zumindest aktuell. Ja. Kriege ich das nicht hin? Und das ist viel zu weit weg. Okay. Dann nehmen wir den. So. Ich bin noch mal gespannt, was noch demnächst für Karten kommen. Also was richtig Tolles. Ja, es gibt schon ein paar schöne, aber das, was mir jetzt hätte so richtig zugesagt, das war jetzt noch nicht so dabei. Ich hoffe, da wird es demnächst noch was Schönes geben. Wo dann sagen würden, hey, geh doch mal von der Standardkarte weg. Aber hier wollen wir erstmal noch ein bisschen uns was anschauen. Vor allen Dingen auch mit den Tieren. Weil so schlecht ist die Karte nicht. Also gefällt mir auch nicht so echt ganz gut. Bei LS13 die erste Startmap da. Ja gut, da war ich auch länger unterwegs. Aber da gab es dann noch keine Let's Plays von mir. Gestartet bin ich übrigens ja, letztes Jahr im August, also 2013. Hey, komm schon. Was habe ich vorhin gesagt mit der Steuerung? Ich glaube, der Baum, der macht hier zicken. Egal. Auf jeden Fall muss der hier rauf.
So. Und jetzt frage ich mich, wie ich diesen Stamm da vorne kriege und warum meine anderen Stämme hier hopsen. Anscheinend wollen die wieder runter. Ah, wieder verschätzt. So, wenn ich den jetzt einfach hier am Ende versuche, vorsichtig mal auf. Eigentlich müsste ich den noch kriegen, oder? Komm, mehr. Lass mal nochmal runter. So. Schön mittig. Und rauf damit. Und wenn ihr fragt wegen, ich habe doch mal was mit Twitch versprochen, werden wir auch noch machen, auf jeden Fall. Das mache ich dann auch, da muss ich auch dann diesen Tag frei dann für nutzen, dass ich mir die ganze Technik mal einverleibe. So. Da kommen wir doch nicht dran. Aber es ist kein Problem, weil wir sind ja mobil. Mal in die Richtung. Das ist echt das Schöne bei dem Ding hier. Okay. Na, ich weiß nicht, vielleicht bin ich sogar mit dem Joystick noch ein bisschen schneller unterwegs, wobei man anmerken muss, das ist noch wieder so eine Eingewöhnungszeit, aber vielleicht übe ich dann da vorher schon mal ein bisschen. Heimlich, natürlich. So. Ich muss die Kamera gleich wieder umschwenken. Aber ich meine, so. Passt. Perfekt. Mal umschwenken. Und wisst ihr, was ich gerade sehe? Wir sind viel zu spät. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke für euer Verständnis. Ich danke fürs Zuhören, dass ich mich mal ausheulen konnte. Und ja, das war heute irgendwie komischer Tag, oder? Naja, schönes Bild, YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Feedback und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf SimonTube. Mein Name ist Tom Diesel und macht's gut!